Was ist denn jetzt hier? Das kostet, ich glaube, auch eine Waffe noch. Eisenschild. Eine Stahlplatte zum fünften Mal. Und... Obtained Nitro Powder. Auf Deutsch, glaube ich, dann Schwarzpulver gewesen. So. Dann lass uns doch mal gucken, hier, was wir ein tolles neues Equip haben hier. Hier. Crosshair ist irgendwie so eine Art Stabgedöns. Metrilmesser, nee. Eisenschild hätten wir auch schon. Gut. Kannst du ein Schild tragen? Nein, immer noch nicht. Wir hätten jetzt hier nochmal ein Saber, aber das haben wir schon. Nö. Alles nichts für ihn. Für dich? Nö. Kriegst du das Mithril-Messer zumindest. Aber hier, das hier interessiert sich keine Sau für. Für diesen ollen Kampfstab. Na dann halt nicht. Wenn ich will, der hat schon. War ich jetzt im Beidenturm? Ja, okay. So, dann wie gesagt, wir gehen nochmal in den Chaos-Tempel. Wenn ich hier irgendwie rauskomme. Ach, siehst du, dann gibt es sogar noch was in dem Schloss hier, wo wir Astos besiegt haben. Haben wir dann auch noch was im Elfenschloss? Oh, ja gut, machen wir eine kleine Sammeltour. Außer die Grotte. Die Grotte lasse ich aus. Also bei der Grotte sage ich dann auch eher... Nee. Und weißt du was? Dann lassen wir hier zumindest auch die kleinen Mini-Kämpfe hier aus. Damit wir einigermaßen schnell vorankommen. Weil sonst sind wir ja noch übermorgen. Ist so. Und wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Vielleicht ist ja dann tatsächlich noch was Nützliches in den Kisten drin. Deswegen mache ich das dann doch nochmal gerne. Ja gut, so ein Einzelner. Komm, hau ihn um. Wisst ihr, das kriegt selbst der Black Mage hier hin. Ich mag den Black Mage. Einfach so vom Charakter-Design her. Ich weiß gar nicht, gibt es hier im ersten Teil schon Chocobos? Weil Chocobos und halt der Black Mage sind halt so die Aushängeschilder für Final Fantasy Charaktere, habe ich so das Gefühl. Außer natürlich die Hauptcharaktere des jeweiligen Nachfolgers wie Cloud oder Lightning. Oder halt auch Bösewichte wie Sephiroth. Ne, aber halt sonst so die neutralen Charaktere, die man halt sonst aus Final Fantasy kennt. Das sind halt Chocobos und Black Mage. Komm. Geh, wo du wohnst. Und lass mich einfach in Ruhe. So. Zurück in das Schloss Le Tod. Haben wir auch nichts Spannendes mehr. Außer halt diverse Türen, die wir noch öffnen können. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, 3 maximal. Ach, siehst du, bin ich sogar wieder falsch abgebogen hier. Ja, das ist natürlich super. Lauft, lauft! Zumindest gibt es eine Schnelllaufen-Taste. Ich glaube, die gab es im Original nicht. Also im Original vom NES. Die ganzen ersten Final Fantasy-Teile gab es ja auch ursprünglich nur für Nintendo-Konsolen. Und dann kam ja dann der N64 und ursprünglich war halt auch geplant, Final Fantasy 7 für den N64 rauszubringen. Nur hat man sich aufgrund des Spielumfangs dann dagegen entschieden, ein Final Fantasy 7 für den N64 rauszubringen. Weil das hätte auf 7 Cartridges passen müssen. Wo man sich mal eins erinnert, für diejenigen, die einen N64 hatten oder immer noch haben. Und wenn ihr dann 7 Cartridges habt und ihr müsst dann ständig irgendwie die Cartridge tauschen oder sowas, na, Prost Mahlzeit. Und
der N64 wollte oder sollte halt auch teilweise mit einem, mit einem CD-Laufwerk ausgestattet werden. Aus irgendeinem Grund hat sich Nintendo dagegen entschlossen oder es war denen zu teuer oder keine Ahnung was. Und dementsprechend hat Sony dann halt das Laufwerk, das sie halt da vorgestellt haben, halt für ihre eigene Konsole benutzt. Quasi gibt es eine PlayStation nur, weil Nintendo gesagt hat, nö. Also dieses CD-Laufwerk, nö. Wollen wir nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum sie gesagt haben, nö. Das ist zu lange her. Aber dann gut. Nein, du sollst ihn nicht attackieren, du sollst ihn einfach nur fliehen. Flieht, ihr Narren! So, was haben wir jetzt eigentlich gerade eingesammelt? Ein Huhnschwert oder sowas, kann das sein? Natürlich. Geht weg! Scheiß Gargoyles. Nachher versteinern die mich noch. Werbane. Ja, meinetwegen. Und Goldnadel. Das heilt uns, glaube ich, von Stein. Kommen die drei nochmal? Ne, zwei. Okay. Das schon ist so eine Stelle, wo halt immer dieselben Gegner immer und immer wieder kommen, wie bei den Pisco Demons, die wir da in der Grotte hatten. Vor der Truhe mit der Krone halt. Wenn du da jedes Mal vor die Truhe wieder hingehst, dann sie jedes Mal wieder gegen die zwei Pisco Demons kämpfen. Davon gibt es mehrere gesquiftete Stellen im Spiel. Ja, ganze 7 Erfahrungspunkte und 8 Gier. Oh yeah. Damit werden wir richtig intelligent. Maximum aufleveln und so, ne? Ach nö. Geht doch, wo ihr wohnt. Man könnte jetzt alle mit dir auslöschen, aber nee, das lohnt sich auch nicht. Einfach so überhaupt gar nicht. Dann für 10 Gil und 14 Erfahrungspunkte oder sowas. Nee, muss nicht sein. Ach, da habe ich schon. Vielleicht dann hier unten noch eine Truhe? Weiß ich nicht, weil ich muss immer kämpfen. Nein. So. Ich verdrücke mich hier immer. Obwohl ich halt immer vernünftig drücke eigentlich, aber ihr übernimmt das hier nicht so ran. Deswegen dauert das manchmal etwas länger, als es eigentlich müsste. Flieht. Nein, fliehen. So, geht doch. Also im Moment zieht es sich halt wirklich ein bisschen in die Länge, halt, weil wir viele Räume öffnen, die wir vorher nicht öffnen konnten. In der Hoffnung, dort ganz viele tolle Dinge zu finden. Aber ganz viele tolle. Ach, siehst du, okay, haben wir alles. Dann kann ich wieder rausgehen. Dann können wir hier nochmal zum Elfenschloss. Hätte ich eigentlich auch gleich machen können, ich weiß. Habe ich nicht dran gedacht, weil ich halt so primär dachte, so, wir müssen nach Cornelia. Weil da ist unser nächstes Quest-Item sozusagen, um weiterzukommen. Das Schwarzpulver. Und ja, so ist das dann, ne? Oh, komm. 5 Meter vom Ausgang. Ich glaube, es hackt. Könnte jeder kommen. Nein. So. Okay. Schauen wir nochmal, ob wir hier und dort ein paar Items abgreifen können. Jetzt auch nochmal. Nein, mal später. Wenn ich alle Items eingesammelt habe, die ich mir halt jetzt vorgenommen habe, dann gucke ich mal, ob ich da jetzt noch irgendwie großartig was umequippen kann. Wäre eine feine Sache. Aber man weiß nie. Später die Laufwege verkürzen sich drastisch oder gehen halt wesentlich schneller. Sowas von.
was auch sehr zu begrüßen ist. Weil natürlich müssen wir auch da dann noch ein bisschen hin und her laufen. Aber es ist halt wesentlich weniger. Oder geht wesentlich schneller voran. Noch schneller als jetzt hier mit dem Schiffchen. Nee, nee, ich will nicht kämpfen. Nee. Können wir das nicht im Frieden lösen? So, geht doch. So, dann schauen wir nochmal im Schloss vorbei. Und so gucken, ob wir halt dort noch so ein, zwei Türen haben, die wir öffnen können. Ach, dann haben wir sogar noch die andere Stadt da, ne? Die Stadt, die mit den vom Piraten belagert war, war da nicht auch noch so ein, zwei Zauberschlüsseltüren? Müsste ich nochmal nachgucken. Ich weiß es leider gerade überhaupt nicht. Gucke ich aber in der Aufnahme nach. Das mache ich nicht jetzt direkt in der Aufnahme. So. Schauen wir mal. Ich muss nach da oben hin. Muss ich ja wieder hier so gekonnt am Rand entlang. Ohne dabei irgendwie großartig rauszugehen. So, in etwa. Pi mal Daumen. So. Und dann nach da hinten hin. Was haben wir? Oh, 4 Truhen. Nitrilhammer. 400 Giel. 330 Giel. Abgezählt. Und Bronzehandschuhe. Wieso haben wir hier noch sowas? Na, okay. Schau ich nochmal auf der anderen Seite, ob da auch nochmal sowas ist. Ne, weil besser nachgucken, als hinterher sich drüber ärgern. Dum, 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 bis nächst, dann geh ich wieder einfach raus. Wer krank sei und dann so rumquietschen, ja, das sind ja die Besten, ne? So, dann gehen wir nochmal in das Schloss von Astos. Und dann geht es dann spätestens in der nächsten Folge mit dem. Mit dem Schwarzpulver dann weiter. Muss ich gerade überlegen, womit geht's weiter? Ich hab keine Ahnung. So. Laufen wir ein bisschen schneller hier. Man kann auch einfach nicht schnell über die Oberwelt laufen. Ja, sonst, wenn du halt irgendwo bist, dann kannst du ja immer die Kreistaste drücken oder Quadrat oder was auch immer das ist. Und dann kannst du halt ein bisschen schneller laufen. Aber im Moment, nee. Einfach nur, nee. Aber nichtsdestotrotz werden wir da schon irgendwie ankommen. Hoffe ich. Jetzt hier gegen die zu kämpfen wäre an sich schon eine Ecke lukrativer, aber ihr seht es, die Gegner fliehen schon, wir fliehen alle voneinander. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Weil sonst sind wir hier übermorgen noch. Wir wollen ja auch mal weiterkommen, ne? Ist noch weit, ist noch weit, ist noch weit. Ja, es ist noch weit. Wir haben es fast geschafft. Jetzt lauf, lauf, die Narren. Lauft. Ja, bleiben sie ständig hier, weil sie unbedingt kämpfen wollen. Lauf. Ja, endlich. Drehen sie wieder um, weil sie denken, oh, wir können vielleicht den Kampf schaffen. Ja, aber nö. Nee, nee. Daran halte ich mich jetzt einfach mal nicht auf, ne? So.
Sind wir schon fast da? Wird auch Zeit. Schon wieder so eine einzelne Schlange. So. Das ruinierte Schloss. Western Keep. Schauen wir mal. Wir müssen nicht hier lang. Hier gibt es ja, glaube ich, jetzt keine Zufallskämpfe. Was ich sehr begrüße. Man muss auch nicht immer Zufallskämpfe haben. Aber Fledermäuse, die einem im Weg laufen. So, was haben wir hier? Ton. Ach komm. Hause um! Hause um! Do it! Do it, Adele! Ja, muss es gleich übertreiben. Ja, der Wester, also braucht man ein bisschen Heilung hier. Der hat inzwischen so viel aufs Maul gekriegt von den ganzen Zufallskämpfen. Geht ja gar nicht. Ein Fallchen! Achso, ja, möchte kein Säbel. Mumien. Du machst mal Heilung. Auf ihn. Du machst mal Feuer zu euch. Ne, weil Klopapier brennt gut. Mumien sind nichts anderes als Klopapier. Oder in Klopapier eingewickelte Leichen. Und Stahlhandschuhe, Stahlhände, was auch immer. Und natürlich auch vor dieser Truhe ein bestimmter Kampf. Hauen wir die auch nochmal schnell um. Geht ja relativ fix. Schon später. So. 600 Kiel, yay. Allein dafür hat es sich schon fast gelohnt. Und ein Powerstab. So, da haben wir jetzt hier alles mehr oder weniger eingesammelt. Und jetzt jedes Mal, wenn ich hier da wieder raufgehe, bekomme ich wieder die drei, genau. Die Dinger. Theoretisch. Da könnte ich jetzt hier mich aufleveln, wie ich blöd bin. Ne, je nachdem, wie ich lustig bin. Mach das mal zu Demonstrationszwecken. Wir können hier wirklich auch vor den Mumien uns immer wieder hinstellen. Gold farmen in Massen. Erfahrungspunkte farmen so ein bisschen. Und 693 Kiel, 173 Erfahrungspunkte. Kann man eigentlich nicht meckern. Nun gut, ich mache dann jetzt hier gleich auf einer Pause. Gucke jetzt vorher nochmal, ob ich jetzt hier und dort irgendwie was austauschen kann. Das Runenschwert, nee. Wer Bane will er auch nicht haben. Alles nicht so das Dollste hier. Schild, nö. 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 Und die Handschuhe können wir zumindest einigermaßen austauschen. Dann können wir die Verteidigung etwas erhöhen. Machen wir mal. Dann hier. Der hätte auf jeden Fall Interesse an dem Zeug. Schon mal etwas. Nö. Das ist tatsächlich besser. Okay. Und, ja gut, hier haben wir noch eine Lederhandschuhe. Du hier, willst du mit Trielhammer haben? Sollst du bekommen? Nö. 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 Du kannst den Stab haben. Damit hat er wesentlich weniger Genauigkeit. Die anderen haben ja schon, naja, eigentlich eher wenig. Aber der hat ja dann noch weniger. Für zwei mehr Angriffspunkte, nee. Nö. Nö, okay. Gut, da hätten wir das auch geklärt. Also hat sich mäßig gelohnt. Und, ja, beim nächsten Mal treffen wir uns, glaube ich, schon gleich auf dem Schiff, mit dem wir dann durch die Gegend düsen werden. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.